Ja, hey Leute und damit willkommen zu einem neuen Indie-Game. Ich bin der Bruga und heiße euch willkommen zu The Purring Quest. Ein kleines Spiel mit einer Katze. Ja, habt schon gesehen, eine traurige Geschichte. Oh. Unser Frauchen ist gestorben und unser Herrchen war auf dem Friedhof. Warte mal, ich muss das mit der Maus machen. So. Ja. Und wir müssen die Kette wiederfinden. Die Brosche von Frauchen. Naja, Level 1, The Graveyard. Ich werde es nur vorstellen und ihr könnt euch mal einen Eindruck davon vermitteln. Es ist eigentlich sehr einfach, aber es sieht auch sehr putzig aus, guck mal. Und die Musik ist super. Wir sind eine kleine Katze. Eine gescheckte Katze und wir müssen Fische einsammeln und Ratten verhauen. Guck mal, die können wir wieder Foto machen hier. Achtung, bam. Ich finde halt die... Wow, die lebt ja noch. Bam. Was für Riesenratten das sind. Das sind verdammt große Viecher. Guck mal, und hier kommen wir auch ran. Oh, muss ich mich nämlich ducken. Da kann ich... Hui. Es ist so putzig. Die Katze sieht sehr gut aus. Also es ist sehr schön gezeichnet, finde ich. Oh, ein feines Loch. Futsch. Hab schon kurz reingezockt. Es ist eigentlich sehr simpel. Also man kann hier nur ein bisschen rumlaufen, Sachen einsammeln. Wow. Und es ist eigentlich sehr fair. Wenn man stirbt, dann fängt man eben wieder vom letzten Continue aus an. Und es ist auch ziemlich laut auf den Ohren, merke ich gerade. Putz. Putz. Oh, die Katze. Achtung, wenn ich mich hinsetze. Wee. Oh, es ist so putzig gezeichnet. Für Katzenliebhaber ist es, glaube ich, was Feines. Auch für andere Leute, die gerne Plattformer mögen, ist halt... Oh, guck mal. Kann man auch zu kloppen, die Uhren. Es ist halt, ja, ganz simpel. Und hier an diesem Spielteil können wir speichern, quasi, unseren Fortschritt. Haha, doofe Ratte. Oh, das war noch ein Topf. Da war noch ein Topf. Ich werde es nicht lange spielen, es ist nämlich immer dasselbe, soweit ich das jetzt sagen kann, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Entwickler kommt aus Spanien, glaube ich. Wow. Oder? Oh, man hatte die Flagge gesehen, ich konnte mir... Oh. Ähnlich und es ist Spanisch aussuchen. Eine Karte. Henry, die schwarze Katze. Le Chat Noir. Ich bin Henri, oder Henry... Die schwarze Katze, der große, katzenhafte Philosoph, der beste pelzige Denker unserer Zeit. Hast du etwa kein Internet? Sogar die Blinden können sehen, dass du verloren bist. Nach was suchst du? Dein Eigentümer? Was denkst du, was du bist? Ein Hund? Du bist eine Katze. Wir lassen sie uns niemals freiwillig kraulen. wir zeigen ihnen nicht unseren Bauch wie eine Trophäe und wir gehen niemals zu einem Mensch, wenn sie zu uns kommen können. Niemals. Welche Karikatur einer Katze bist du denn? Also dein Mensch ist verloren gegangen und deshalb suchst du nach ihm. Ich kenne viele verschiedene Katzen und alle von ihnen wissen, wie sie mich auf verschiedene Art und Weise stören. Egal. Wenn du weiter durch den Friedhof gehst, wirst du jemanden finden, der dir bei deiner Suche hilft. Ja. Henri, die Katze. Ah, guck mal, was stand da? Du kannst mit anderen Kittys reden, wenn du nach hingehst und Leertaste drückst. Ja, ich spiel's auch mit Gamepad. Und nu. Guck mal, whoop. Und whoop. Und whoop. Es ist so putzig. Ich finde vor allem die Musik gut. Wop, wop, wop. Guck mal, hier holen wir uns alle Fische. Auch wenn es nur noch Gräten sind. Und die ein bisschen stinken. Da sagt man, Katzen haben so feine Nasen. Oh, die kriegen wir nicht. Egal, ich hole mir jetzt nicht alle. Whoops. Und ich kann übrigens an die Wand springen. Guck mal. Ui. Nee. So. Ich find's voll gut, wie das aussieht. Und. Hopp. Es gibt übrigens nicht nur Hilfe auf dem Friedhof. Komm, wir lassen das mal alles stehen da oben. Aber der Vollständigkeit halber alles sammeln, aber das mache ich nicht. Speichern. Ich find das Miauen so putzig. Das Schnurren. Oh, guck mal. Böser Hund. Die verfolgen uns übrigens, wenn sie uns sehen und dann beißen sie und das ist böse. Oh, guck mal hier. Ich hab da was gefunden. Ja. Was steht da? Siempre contigo, Mimi. Kann ich da ganz raufklettern? Nee, leider nicht. Kann man sogar verraten, bis wir uns acht nehmen. Böse Ratte. Hau dich kaputt mit meinem Pfoten. Ich find's... oh Gott. Ist ein nettes Spiel, ne? Ganz süß und unschuldig, eine Katze. Was steht da? Your 20 sons will miss you. Deine 20 Söhne werden dich vermissen. Guck mal, wir können es sogar verstecken.
Wusch. Guck mal, das sieht so gut aus. Es ist so schön gezeichnet einfach. Oh, böser Rottweiler. Guck mal, der ist kopiert. Das soll sich ein bisschen gefährlicher aussehen lassen. Lidlid, aber der hat kein gutes Gehör, so wie es scheint. Der kann es nicht mal hören, wenn wir uns hier vorbeischummeln. Was steht da? In Memory of Tonks. 23.06.2014. Oh. Wuhuhuhu. Versteck dich. Können wir gar nicht raufspringen. Hey, Hundi. Jetzt langsam hinterher schleichen. Ich finde es echt schön. Die haben wahrscheinlich wirklich Katzen eingescannt. Also die Bewegungen von Katzen. Vielleicht auch mit Motion Capturing. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es wirklich lebensecht aus, wie die sich bewegt. Sehr, sehr hübsch. Der böse Hund. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht so weit gespielt. Also ich war noch nicht mal hier an der Stelle. Aber ich schätze einfach mal, dass das nicht so lange geht. Es sind halt 5 Level. Kostet auch nicht allzu viel. Das Spiel gibt's auf Steam. Ja, könnt ihr mal gucken. The Purring Quest. Ach, guck mal, ich bin schon fertig. Kann ich da rennen? Oh. Das ist ein Boss, guck mal. Wow. Will ich den hauen? Oh ja. Mich hauen, Schwein. Ja, ich komme nicht weg. Haha. Geh weg, du böser Vogel. War cool, dass es auch noch Bosse gibt. Oh Gott, wie oft muss ich den denn noch hauen, Dammer? Nee. Nee. Ach ja, du fieses Vieh. Lass mich. Lass mich. Miau. Dicke Katze. Oh Gott. Nein, sie ist nicht dick. Die ist total schlank und putzig. Habe ich besiegt? Nein, habe ich nicht. Fieser Vogel. Oh nein, mein Kätzchen. Natürlich machen wir weiter. Komm, den Boss will ich besiegen. Oh, habt ihr Maus im Bild? Ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich wieder 7 Leben. Komm, jetzt geht das ab hier. Wups, wups. Böser Vogel. Das ist so ein winziges Kätzchen hier. Ich frage mich auch gerade, wie alt ist denn die Katze? Au. Guck mal, wenn das Frauchen schon seit 2004 tot ist, ja, und der Mann seitdem sichtlich gealtert ist, so eine Katze wird vielleicht gerade mal 15 bis 20, wenn sie Glück hat. Manche Katzen haben nicht mal das Glück, 15 zu werden. Also meine Katze, meine alte Katze, ich konnte nicht laufen, ist ja schon 16 und der geht's eigentlich noch ziemlich gut. Bin ich auch ganz froh drum. Die wohnt ja nicht mehr bei mir, sondern bei meinen Eltern leider. Oh, weil ich ja umgezogen bin und es war eine draußen Katze und die konnte ich nicht mitnehmen. So eine freilebende Freigängerkatze. Ich mag Katzen. Hab ich das schon gesagt? Oh Gott. Miau, lass mich. Was für eine Nebelkrähe, wie groß ist die denn bitte? Wupp und wupp. Böses Vieh. Komm her. Lalalala, lass mich. Oh nein. Geh weg. Oh, die kann ich gar nicht treffen, so wahrscheinlich, ja? Ja. Das ist eine tolle Krähe. Was machst du jetzt? Liegst du nur rum, ne? Ich kann hüpfen, guck mal. Ich kann ganz crazy hüpfen. Eine Katze. Eine dicke Katze. Ah, da kommt sie wieder. Oh, da ist sie down. War das jetzt Absicht? Yay, ich hab's, guck mal. Ich wollte nur damit spielen. Oh, das war's schon. Was ist das für ein Gitter? The Village. So, da, The City, Gothic Quarter und Skyscrapers. Hm, vielleicht hat er jetzt eine neue Frau gefunden, in die er sich verlieben kann. Man weiß es nicht. Leute, das soll es aber schon gewesen sein. Oh, guck mal, da kann man Krawatten finden und da eine Catcam und da Seiten und da Tassen. Ich wusste gar nicht, dass Katzen Tassen sammeln. Auf jeden Fall gibt es ein bisschen was zu entdecken, sind leider nur 5 Level. Aber ich denke mal, für Katzenliebhaber, es kostet, glaube ich, auch nur ein paar Euro, von daher... Naja, ich hoffe, ihr habt euch eine Meinung dazu gebildet. Wenn ja, dann schreibt sie mir doch nieder oder sagt mir einfach, wie sehr ihr Katzen mögt. Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns zu einem anderen Mini-Projekt. Bis dahin, ciao, ciao.